Hallo liebe Freunde der japanischen Küche, ihr erinnert euch sicherlich an die letzte Folge von Lars kocht, in der ich verschiedene grüne Tees zubereitet habe. Da dazu in Japan gerne Wagashi gereicht werden, möchte ich euch heute einige Varianten dieser traditionellen japanischen Süßigkeit vorstellen. Wo es in Japan Matcha und Sencha zu kaufen gibt, bekommt man auch Wagashi, denn beides gehört zusammen wie hierzulande Kaffee und Kuchen. Sie werden aus pflanzlichen Zutaten hergestellt, wie Reis, Kanten, Bohnenpaste und Zucker. Beginnen möchte ich mit einer sehr einfachen Variante, dem Gyuhi. Hierfür benötige ich lediglich Klebreismehl, Zucker, Wasser und Stärke. Für das Gyuhi brauchen wir eine mikrowellenfeste Schüssel, in die wir Wasser schütten, sowie nach und nach das Klebreismehl, also immer portionsweise, und dann vermischen. Bis wir das Klebreismehl dann nach und nach komplett eingefüllt und verrührt haben. Dann kommt noch der Zucker hinzu und auch das wird wieder verrührt. Im Anschluss machen wir eine Frischhaltefolie drüber, stellen die Schüssel in die Mikrowelle, zunächst für 2 Minuten bei etwa 600 Watt. Nach 2 Minuten nehmt ihr die Schüssel aus der Mikrowelle und rührt ein wenig um, bis das dann so aussieht. Und dann stellt ihr das Ganze nochmal für 1 Minute in die Mikrowelle. Danach breitet ihr die fertige Gyuhi-Masse auf einem Bett aus Stärke aus. Dann bestäubt ihr die Oberfläche mit Stärke und lasst es auskühlen. Aus dieser Masse knetet ihr jetzt im Anschluss, was auch immer ihr möchtet. Und falls was übrig bleibt, auch kein Problem, kann man wunderbar einfrieren und später nochmal verwenden. Als nächstes möchte ich mich an einem etwas anspruchsvolleren Wagashi versuchen, dem Sakura Kintsuba. Für dieses Konfekt aus süßem Bohnenmus in einer dünnen Teighülle brauche ich süße rote Bohnenpaste, Agar, Wasser und Öl, Klebreismehl, Weizenmehl und Zucker. Und hier habe ich noch eine ganz spezielle Zutat, die eigentlich die Hauptzutat des Sakura Kintsuba ist, nämlich in Salz eingelegte Kirschblüten. Die bekommt man natürlich nicht überall, also eigentlich nur im Fachhandel und selbst da eigentlich auch nur, wenn man Glück hat. Fragt einfach mal beim Händler eures Vertrauens, vielleicht kann der das ja besorgen, wenn er es nicht gerade vorrätig hat. Im ersten Schritt geben wir das Wasser und den Agar in einen Topf. Verrühren es gut. Und bringen es zum Kochen. Sobald es kocht, lasst ihr es 2 Minuten köcheln, rührt dabei gelegentlich um und gebt das Ganze im Anschluss zum Anko in eine rechteckige, mikrowellenfeste Form. Das wird jetzt verrührt. Und danach wird es 4 bis 5 Minuten in die Mikrowelle gestellt. Zwischendurch immer mal auf Pause machen und umrühren und weiter geht's. Im Anschluss streicht ihr die Masse glatt und stellt sie zum Abkühlen in den Kühlschrank. Wenn die Masse dann abgekühlt und ausgehärtet ist, sieht das Ganze dann so aus. Im nächsten Schritt machen wir dann den Teig. Hierzu schütten wir zunächst das Wasser in einen Teller und fügen nach und nach den Klebreismehl hinzu, immer eins nach dem anderen, so wie wir das vorhin auch schon gemacht haben. Habt ihr das Ganze gut verrührt, kommt dann das Mehl und der Zucker hinzu und auch das wird verrührt. Nicht zu vergessen natürlich das Öl. In diesem Teig wird dann die Bohnenpaste-Masse gewendet. Ich habe jetzt eben schon mal ein paar gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach ist, wenn man zunächst die Oberseite mit dem Teig bestreut
und das dann erstmal in die Pfanne legt und anbraten lässt. Und während die eine Seite anbrät, man die Oberseite mit Teig bestreicht. Und wenn die eine Seite ausreichend angebraten ist, dreht ihr das Ganze um, damit die andere Seite auch anbraten kann. Und wenn beide Seiten ausreichend angebraten sind, nehmt ihr das raus, legt es hier ab und legt eine formschöne Kirschblüte drauf. Zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie ihr Ishigoromo zubereitet. Das ist eine trüffelartige Praline mit einer Füllung aus süßer roter Bohnen mit schwarzer Sesampaste, die ich passend zum Jahr des Affen dekorieren werde. Wir brauchen rote Bohnenpaste, schwarze Sesampaste, Zuckersirup, Fondant und Wasser. Für das Ishigoromo geben wir zunächst die folgenden Zutaten in einen Topf. Die rote Bohnenpaste, die Sesampaste und den Zuckersirup. Das Ganze wird nun leicht erhitzt, bis die Masse ein wenig fester geworden ist. Das dient dazu, dass wir sie nachher leichter formen und kneten können. Die Masse ist fertig, wenn sie ungefähr diese Konsistenz hat. Damit ist das Ishigoromo natürlich noch nicht ganz fertig, denn ich muss es natürlich noch verzieren. Hierzu nehme ich ein Fondant, also mehrere Stücke Fondant, einmal weiß und einmal rot. Ich setze die Masse hier in das erste weiße Stück hinein, lege das zweite drauf und umschließe das. Gucken, dass das schön zu ist. Und dann wird das schön zu einer Kugel gerollt. Wichtig ist, dass alle Lücken gut geschlossen sind. So, und jetzt mache ich gleich noch ein hübsches Gesichtchen, Öhrchen und ein kleines Schwänzchen dran und dann können wir gleich essen. Et voilà, da sind sie, meine beiden putzigen Affen. Und sie haben sogar noch einen Freund mitgebracht. Ist das nicht süß? Süß sind natürlich auch meine Wagashi, die ich jetzt hier vorbereitet habe und verkosten werde. Ich denke, ich fange mal an mit dem Gyohi. Und ich habe hier einen kleinen Probierteller, weil das gar zu schön aussieht hier vorne und ich davon ehrlich gesagt nichts essen möchte. Sehr, sehr lecker und eine extrem interessante Konsistenz, zu der mir gerade gar kein Vergleich einfällt, aber muss man mal gegessen haben. Sehr, sehr lecker. Das Sakura Kintsuba. Da mache ich mir hier auch ein Stück von meinem kleinen Probiertellerchen ab. Auch sehr gut. Das ist wirklich die Kirschblüte, die hier den Unterschied macht. Die dem Ganzen so einen blumigen Charakter verleiht. Auch sehr, sehr lecker. Last but not least natürlich mein kleines Äffchen Ishigoromo. Schaut mal hier, das kleine Hinterteil. Das werde ich jetzt verputzen. Das ist so dieser Gegensatz zwischen diesem süßen Fondant und dem fast schon ein bisschen bitteren Sesaminneren mit der Anko-Paste zusammen, das hier so den Reiz ausmacht. Sollte man auf jeden Fall auch mal probieren. Nun ja, wenn ich damit euren Appetit geweckt habe, könnt ihr mal versuchen, das nachzukochen. Ich werde auf jeden Fall hier weiterspeisen und sage Prost und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lars kocht. Ui, 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 au, 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 so.